Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2. Wir befinden uns immer noch in der Zauberfeste im Karka sozusagen, haben die erste Ebene gut erkundet, jede Menge Rätsel letztes Mal gelöst und dort den Ausgang gefunden, jedoch wir brauchen die Hand des Bauers oder sowas in der Art. Wenn es denn sein muss. Müssen wir mal schauen, ob wir da was finden. Warte. Gute Idee, das mir zu übertragen. War hier. Und hier oben ist auch ein Eingang oder so. Gehen wir doch hier entlang. Kommen wir vielleicht. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Tatsächlich. Okay. Ich hoffe, das bringt was. Was haben wir hier? Was ist diesmal hier? Wir müssen halt gesucht, ein Buch umzublättern. Blutrünstige Monster eintritt. Das war euer Leben. Ein Kobold. Was kommt jetzt? Machen wir es kurz und schnell. Oh, eine Schwertspinne. Fürchte mich. Cool. Weiter anklicken? Natürlich, ich will mehr sehen. Was ist jetzt? Feindgesicht, aber was? Was ist das? Ich sehe es nicht. Ein Erdkoloss. Ja. Na, dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Na, was haben wir? Was ist das? Ein Gedankenschütter! Weg mit mir! Ich kümmere mich drum. Okay. Gedankenschinder ist bösartig. Hat er irgendjemanden angesaugt? Sie vielleicht. Intelligenz, ja. Intelligenz durch Gedankenschinder gesenkt. Gut, ein Gedankenschinder. Puh, dann darf man gespannt sein, was als letztes kommt. Oder als nächstes. Für 9000 Erfahrungspunkte, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und hier ist ein Geheimgang. Ich merke gerade, ich könnte hier auch in diesem Raum Hilfe gebrauchen. Ihre Intelligenz hat sich wieder normalisiert. Theoretisch könnte ich kann warten einerseits oder ich könnte auch einfach sie entzaubern. Oh, ich warte einfach. Genau. Hat geklappt. So. Was soll ich tun? Und the last. Oder the next. Oh, shit. Euer wertloses Leben endet hier. Dann betrachte. Ja, das ist ein bisschen... Edwin. Edwin ist in Panik und hat das gehalten. Halt, Furchtbannen. So, das Gehalten des Jahr. So, ich hoffe, das bringt was. Edwin ist zwar gerade ausgenockt, aber... Warten wir mal kurz. Vorbei? Ja. Ich hab's mir schon gedacht, nach dem Betrachter, was kann da noch kommen? Edwin kann das schon. Naja, das ist ja in Ordnung. Scheusal beschwören, Stufe 8. Abbild. Nice, auch Stufe 8. Ring der Handelsfreiheit. Das geht bestimmt verhasst und verlangsamt. Ein sehr guter Ring, muss ich zugeben. Ah, shit. Jetzt habe ich es einem gegeben, der gerade nicht sich bewegen kann. Dementsprechend kann ich natürlich auch sein Inventar nicht nutzen. Sehr nice. Das hat wieder gute Erfahrungspunkte gegeben. Wie sieht es denn Erfahrungspunkte technisch aus? Ich brauche noch sehr lange. Bei Korgan geht schon. Geht schon, geht schon. Wobei, ja. Ja, es dauert halt bei allen. In etwa. Ziemlich lang.
Das Festhalten dauert ähnlich ziemlich lang. Ärgerlich. So, die können sie, selbst durchbohren. Plus 1, seit wann heißen die plus 1? Das wusste ich gar nicht. Cool. Die Feuerpfeile aufzubrauchen ist ganz gut. Also prinzipiell, ich will eigentlich bloß die Pfeile aufbrauchen, bis ich dann, und dann wird sie auf Nahkampf umgestellt. Kriegt ein geiles Kurzschwert oder so. Beziehungsweise wird dann Magierin. Dann könnte ich ihr eigentlich auch einen Kampfstab geben. Sie, glaube ich, auch geschult darin und hat zwei. Ah, geht es so schneller. Edwin! Genug ausgeruht. Ich kümmere mich drum. Geh mal du und dich weiter. Na, Kobold. Winsele. Winsele um Gnade. Keine Gnade, denen die gegen uns sind. Kobolde kann ich auch alleine killen. Ultrinan! Moment, wo ist eigentlich mein... Erinnert ein Feuerelementar oder so? Ah, da. Nur mehr Kobolde. Uiuiui, sind es viele Kobolde. Ein Kobold-Magier. Ich zeig euch einen richtigen Kampf. Ah, ein Schädelspalter. Puh, der ist weg. Na, Kutschwert plus 1. Ich zeig euch einen richtigen Kampf. Ah, Edwin. Na, meinetwegen. Irgendwie habe ich Angst vor diesem Raum. Na, gehen wir hier lang. Den Geheimweg. Sagt mir, was zu tun ist. Kommt zu mir. Kurtulmak kann sich im Kristall konzentrieren, sich gütlich tun, an euren Knochen weiden. Jep, wir entdecken. Keine Zeit, aber da nicht eingestellt. Kristall nicht fertig. Was? Konzentrieren. Keine Vorkommen. Schützt mich. Schützt oder wir werden wieder und wieder zerschmettert. Ruft die Wächter herbei. Das wurde aber auch Zeit. Dann wollen wir uns mal eure Eingeweide anschauen. Was ist hier los? Daneben beim nächsten Schlag. Fürchte mich. Das wurde aber auch Zeit. Ja. Was ist das? Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. So, ein Kobold. Es ist aus mit euch. Nächstes Mal. Eher aus wie ein Halbling. Ist schon geschehen. Was ist das? Was passiert hier? Da der Kobold-Avatar tot ist, könnt ihr problemlos ein Stück des Kristalls an euch nehmen. Alles ist still, bis auf ein kaum wahrnehmbar entferntes trauriges Seufzen. Haha, scheint, als ob genug für alle da ist. Hey, vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Oh, Holzflöcke. Zumindest nicht so bald. Warum kriege ich Holzflöcke? Oh, gut. Das war ein sehr kurioser Raum, muss ich zugeben. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier klug ist, einfach so vorzulaufen. Können ja hier überall Fallen sein. Oh, führt mich. Sieht eher aus nach einem Geheimweg. Den können wir aber nur entdecken, wenn wir danach suchen, oder? Okay, ich habe hier einen Geheimraum gefunden, in dem scheinbar Kobolde irgendwas Komisches gemacht haben. Mit einem Kristall. Keine Ahnung. Ich habe ein Stück des Kristalls. Gut, an diesen Essenzen. Okay. Okay. Bei den Drizzt-Büchern, der gesprungene Kristall, da ist es auch ein Teil des Kristalls. Wenn es denn sein muss. Ein mächtiger Gegenstand in dem Fall. Okay, ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, dass hier so viele Fallen sind, weil hier sind so viele kuriose Sachen. Was ist das? Ein Nebelstreifen. Muss wohl was anderes ausprobieren. Okay, was war das gerade für ein... Nichts Besonderes scheinbar. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ja, dass du so laut bist, können wir uns auch... Wobei, ist auch egal. Hört man sie besser. Hier, die Vasen haben anscheinend keine Fallen, wie es aussieht. Ist gut. Gute Idee, das mir zu übertragen. Mhm.
Juicy. Ja, hier werden Fernkämpfer verwöhnt, wie es scheint. Da ist nichts von Interesse, weil die das schon kennen. Das kennen sie auch, das kennen sie beide ebenfalls. Aber du kriegst hier zwei Kugeln. Den Splitter kann ich genau... Ich weiß nicht, was ich mit dem Splitter anfangen soll. Vielleicht kann ich den auch da diesem Teleporter geben. Diesem Portal. Wir haben ja das eine Portal auf der anderen Ebene gesehen. Vielleicht ist es ja dafür gut. Ring der Handlungsfreiheit. Anstatt diesen Unsichtbarkeitsring ist es eigentlich gut brauchbar. Dann kriegst du den. Das ist dann Schrott. So, hier haben wir wieder eine Wand. Ich speichere mal vorher. Nicht, dass diese Wand bösartig ist. Erinnert euch noch an die böse Falle? Ja, könnte genauso wieder hier sein. Oh, was ist denn das? Ach du Schande. Da können meine Beschwörungen gerne vorgehen. Die machen damit kurzen Prozess. Ich hoffe, das bringt was. Auf geht's. Also hier lang? Hundi, wohin geht ihr? Ultrinan! Dann wollen wir uns mal eure Eingeweide anschauen. So, jetzt können alle drauf machen. Von mir. Oh, Korgan ist weg. Macht nichts. Mittlerweile sollten es kein Thema mehr sein, die Gegner wegzuschnetzeln. Yeah. Ich kümmere mich drum. Ah, da kommen wir in diesen Raum. Okay. Und gehen wir erstmal hier entlang. Das können wir als Rundkurs nehmen, da gehen wir wieder zurück dann. Ein bisschen blanke Kohle nehmen wir gerne. Das ist juicy. Hallo. Ist ärgerlich, nicht im Weg rumstehen. Und gegenseitig meine ich natürlich. Kriegerskelett. Knochengolem. Alles wegmachen. Die Waffe nutzt nichts. Nächstes Mal. Wie, die Waffe? Höhere Mumie. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ah, deswegen. Stirbt die nicht sofort. Hab mir schon gerade gedacht. 8000 Erfahrungspunkte. Alles okay. Oder sogar noch was. Außer Sterben bleibt euch nichts. Voll die Untotenseuche hier unten. Aber ja, warum nicht? Das sind Erfahrungspunkte. Das sind alles Erfahrungspunkte. Alles mitnehmen. Bis auf die billigen Gegenstände hier. Geld. Wir haben uns schon... Vorbei, ich glaube... Verstanden. Falls wir wieder zurückkommen, haben die auch neue Gegenstände zu kaufen. Ich warte. Also daher, fleißige Handarbeit. Geld zu bekommen ist gar nicht so dumm. Aber immerhin ein guter Ort, um ein paar Knochen zu zerdeppern. Ja, den Stein nehmen wir auch mit. Weil ich glaube... Ach, ich weiß es nicht. Und, mal schauen, brauchen wir das? Das kann sie noch lernen. Sieh mal eine an. Da ist Platz. Das und das anschauen. Kleriker stecken, ja. Gibt ein Tausender oder so. Wobei, das ist nicht dumm. Wenn ich sowieso überlege, ihr später das, dann können wir es auch so machen. 2000 Erfahrungspunkte nochmal extra. Alles gut. Was ich auf jeden Fall bei Imoen brauche, ist Stärke. Ich irgendwas, hoffe, was Stärke boostet. Hier, die Gegner gehen zwar, aber man braucht immer mal hier ein bisschen Safety Backup. Was ist hier? Was ist das? Aha. Eine Bibliothek oder so. Schön. Schauen wir mal, ob es schön ist. Erstmal hier schauen, ob hier Fallen versteckt sind. Ja, ein bisschen geduldig sein. Ich weiß nicht, wie häufig da gesucht wird. Ich kümmere mich drum. Aber scheinbar ist hier nichts. Oh, hier ist ein Gegenstand und gute Zauber und Wurffallen. I am pleased. Ja, Eimer. Also, oh, auch ein neuer Gegenstand. Das nehmen wir. Ach Gottchen, Imoen, du wirst ewig Bogenschützen werden. Oh, Imoen, du bist doch als Diebin auch in der Lage, Langschwerter zu tragen, oder?
Pfeile plus 1. Ach komm, nehme. Das Gute ist, kann sie auch schon alles lernen. Wort der Macht irgendwas. Können beide schon. Schwäche, Strahl der Schwächung. Und Finger des Todes. Das ist eigentlich ein gutes Spell. Genau, du kriegst immer primär einen Zauber und ja. Wenn du ihn schon kennst, dann kriegt immer Wendy. So in etwa machen wir es. Das ist ein gutes Prinzip. Schön. Haben wir alles durch? Nein, natürlich nicht. Habe ich jetzt alles durch? Habe ich überhaupt alles durch? Wo bin ich hier? Das hat man schon. Sehr gut. Das hat man schon. Das hat man schon. Alles gut. Der passt nicht rein, aber ich weiß nicht. Vielleicht können wir irgendeinen Stein noch verwenden. Also plus zweier Steine nehme ich gerne. Kugeln meine ich. Nehme ich sehr gerne. Ist schon geschehen. Ist schon geschehen. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Raum. Irgendeinen Raum. Ein größerer Raum sieht aus. Das könnte interessant werden. Speichern. Ich glaube, ich könnte auch Quicksave immer drücken. Euer Blut riecht aber sehr einladend. Ein Vampir. Haltet ein und sprecht, auf dass ich euer Lügen hören kann. Diese Boo, die hat euch geschickt, nicht wahr? Seid ihr gekommen, um mich zu töten, oder seid ihr ebenso verdammt wie ich? Ach ja, sie hat uns geschickt, um euch zu zerstören. Und jetzt erklärt mir, wie ihr von hier fliehen wollt. Sie ist nicht einmal persönlich gekommen. Mein Genie wird erneut beleidigt. Sie verwandelt mich, nimmt mir meine Schöpfung und jetzt kommt sie nicht einmal persönlich, um mich zu zerstören. Wir werden an diesem Ort kämpfen, den ich geschaffen habe. Dann soll er auf ewig versiegelt bleiben. Wenn ich nicht die Kontrolle habe, soll sie keine haben. Nur durch meine Hand lässt sich der Weg öffnen. Ah. Wie kommt man hier raus? Ich habe die Kristalle entfernt, die Magie für die Tür bündeln. Ich habe sie in einem Abfallhaufen geworfen, damit sie dort verrotten. Die Kobolde haben sie genommen und verehren das Zeug jetzt. Diese Narren, es gibt keine Möglichkeit für euch, von hier zu entkommen. Ihr werdet hier verhungern. Verhungern! Angriff! Muss wohl was anderes ausprobieren. Ach Gott, der kann ja nichts. Daneben beim nächsten Schlag! Easy peasy. Ist das ein Sarg oder wie? Kann ich ihn denn... Ah, deswegen die Holzblöcke. Dann sieht er mit einem gequälten Schrein seinen Sarg zurückgezogen. Wenn ihr jetzt einen Holzblock hättet, könnt ihr seine Exit dann einfach einmal ein Ende bereiten. Game over. Oh, da ist er wieder. Euer Blut riecht aber sehr einladend. Erscheinung. Ah, ich danke euch. Fuji Games, ich bin... Im Tode bin ich frei. Ich muss nun ruhen. Der gequälte Days. Okay, der wollte vielleicht gar nicht in dieser Existenz. Budi hat ihn zum Vampir gemacht, alles klar. Wir haben seine Hand. Das bedeutet, wir können hier raus? Wenn ich das richtig deute. Oh, das ist ja wunderbar. Die Hand von Days. Days ist der Bauer, wie es scheint. So habe ich jetzt das rausgehört. Okay, kein extra Loot hier drin. Na ja, schade. Was haben wir hier? Oh, das sieht nach einer Falle aus. Feuerelementar, genau, geh voraus. Nein, schieb sie nicht rein. Naunata. Ja, ich bin dabei. Interessant ist noch nichts. Oh, Sheet. Hm, toll. Wartet. Berserker-Modus. Sagt mir, was zu tun ist. Dann kann er nicht verwirrt werden. Oh, da kam auch Gegner. Alter, ja. Das machen wir anders. Ja, ja, ich habe ja schon begriffen.
Wenn es denn sein muss. Okay, ist was los? Das war eine Falle und die wäre böse gewesen. Wie in alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. Gute Idee, das. Nein, sie kriegt nicht Bonuserfahrungspunkte. Bettet nur um euer Leben. Es ist aus mit euch. Taste darkness, fool. Keine Gnade, denen, Erdkolosse. Die gegen uns sind. Ha! I'll rip you apart, you white-faced cur. Oh, jetzt ist das Tor wieder von allein aufgegangen. Eventuell kriegt man diese Bonuserfahrungspunkte nur ab einem bestimmten Diebeslevel. Aber das macht nichts, ehrlich gesagt. Wir können auch ohne leben. Oh, shit. Jetzt ist er noch erschöpft. Jetzt aber. Gut. Ich hoffe, dann haben wir dieses Gebiet auch geschafft. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ich kümmere mich drum. Falls wir irgendwelche neuen Steine haben, den Kristall zum Beispiel und so, dann können wir doch hier hinten mal schauen. Wir haben einen Stein hier schon mal reingeschleudert und haben dafür einen interessanten Plattenpanzer bekommen. Müssen wir halt jetzt mal schauen, ob wir noch was bekommen. Übrigens, für Magier so Roben sind sehr selten. Also wenn man hier ein Magier-Team aufstellen möchte, da hat man aber nicht viel an Roben an Auswahl. Während Rüstungen hier massiv vorhanden. Sprich, drei helle Steine. Doch niemand kann wissen, was geschehen wird. Ich versinke in Erinnerungen an einen Ort wie diesen. Schade. Höchst unerfreuliche Erinnerungen. Eventuell habe ich ein paar Steine irgendwo liegen lassen. Naja. Ist halt so dann. Das ist anscheinend keiner der Steine, die gemeint sind. Wirklich sehr schade. Aber macht nichts. Ja, wir haben die Hand, wir haben den Kristall. Zeit, mit einer Statue zu reden. Mit dem Ausgang. Wir hauen hier ab. Die Konzentration macht darf wiederhergestellt werden. Und die Hand ist aber aus öffentlichem Weg. Der Weg ist frei. Oh, der macht einfach Mund auf und gut ist. Gut. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ordentliche Erfahrungspunkte? Sag ich nicht nein. So, Dalle. Wir sind aber noch nicht draußen, wie es scheint. Wir sind in einem weiteren Gebiet. Okay. Was uns hier erwarten wird, werden wir beim nächsten Mal herausfinden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.